Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, was du über spirituelles Erwachen wissen solltest. Man sagt, spirituelles Erwachen befreit uns von emotionalen und mentalen Blockaden sowie von problematischen zwischenmenschlichen Beziehungen, Ruhelosigkeit, Angst und Wut. Die Erkenntnis der spirituellen Dimension der Existenz befreit den Körper von physischem, emotionalem und mentalem Schmerz. Dies und was du sonst noch über spirituelles Erwachen wissen solltest, erfährst du hier in diesem Podcast. Viel Spaß beim Lauschen! Spirituelles Erwachen ist ein kognitiver, heilender Prozess, bei dem eine Person die Transformation ihrer gegenwärtigen Existenz und das Erwachen der Seele erlebt. Es hat eine heilende Wirkung bei Störungen jeglicher Art, seien es Störungen, die sich bereits am physischen Körper manifestiert haben oder die emotionaler Natur sind. Spirituelles Erwachen stellt ein Gleichgewicht zwischen physischem, emotionalem und mentalem Körper her. Es fördert Kreativität, Talente, Fähigkeiten, Selbstbewusstsein, Toleranz, Liebe und Lebensfreude. Spirituelles Erwachen bedeutet eine grundlegende Veränderung im spirituellen Leben einer Person und hilft bei den emotionalen, geschäftlichen, finanziellen und sozialen Aspekten der Lebensentwicklung. Warum kommt es eigentlich zu einem spirituellen Erwachen? Spirituelles Erwachen geschieht als ein natürliches Produkt der geistigen Reife. Diese Reife ist ein Prozess des inneren Wachstums, der Reifung und der Expansion. So wie alles im Leben wächst, wächst auch unsere Verbindung zu unserer Seele. Je mehr wir uns mit unserer Seele verbinden, desto mehr werden wir Transformation erfahren. Während der spirituelle Transformationsprozess anfangs verstörend und schmerzhaft sein kann, hilft er uns letztendlich, ein sinnvolleres Leben zu führen. Das Gefühl, dass unser Leben keinen Sinn mehr hat, ist ein Produkt unserer in Frage gestellten früheren Überzeugungen, Wünsche und Paradigmen, die oft widerlegt werden. Das Hauptziel der spirituellen Entwicklung ist die Verwirklichung unserer wahren Natur und Entwicklung in Übereinstimmung mit diesem Wissen. Wir sollten verstehen, dass das Ziel der spirituellen Transformation nicht darin besteht, Tempel planmäßig zu besichtigen oder unbewusst Gebete zu wiederholen. Wir sollten lernen, in Übereinstimmung mit unseren Herzen oder Gewissen zu leben, menschlich und höflich zu sein, wahres Wissen zu erhalten, Vernunft und Fähigkeiten zu entwickeln. Was genau treibt denn den Prozess der spirituellen Transformation an? Spirituelle Transformation kann zu jeder Zeit in deinem Leben geschehen. Sie kann durch große Lebensveränderungen, Krankheiten, Tragödien und Traumata wie lebensbedrohliche Krankheiten, Autounfälle, Scheidungen, Kriege, Midlife-Crisis und mehr ausgelöst werden. Im Allgemeinen bezieht sich der Prozess der spirituellen Transformation auf eine Lebensphase, in der wir uns völlig von der Welt abgeschnitten fühlen. Diese Erfahrung hat wahrscheinlich eine spirituelle Transformation in uns bewirkt oder den Wunsch, einen Sinn im Leben zu finden und das Leiden zu beenden. Während des spirituellen Transformationsprozesses ist es ratsam, einige Zeit in Einsamkeit und Isolation zu verbringen und ein Tagebuch zur Hand zu haben, um die Erkenntnisse festzuhalten, mit denen du später ein umfassenderes Bild erhalten wirst. Die drei Phasen der spirituellen Transformation. Erstens, Entscheidung. Eine ehrliche Entscheidung ist der erste Schritt der spirituellen Transformation. Bis du dich in einer Situation befindest, in der jede Zelle deines Körpers buchstäblich nach Veränderung schreit, die deiner Meinung nach eine Frage von Leben und Tod ist, wird es keine spirituelle Transformation geben. Aber sobald du erkennst, dass sich dein Leben nicht ändert,
dass die Richtung, in die du dich bewegst, nirgendwo hinführt, ist es Zeit für eine Veränderung. Der erste Schritt besteht darin, den Zustand größtmöglicher Willens- und Absichtsstärke zu erreichen, der sich dann in Worten wie »Ich will es« oder »Ich muss es tun« manifestiert. Diese Absicht ist real und schwingt mit ihrem ganzen Wesen mit. Darüber hinaus geht der Wandel, von dem wir sprechen, oft mit einem anderen wichtigen Ereignis einher, das einen Wendepunkt im Leben darstellt und als zusätzliche Motivation dienen kann, alles Alte und Abgenutzte aufzugeben. Zweitens, Hingabe. Der Prozess der spirituellen Transformation findet auf den tiefsten Ebenen statt, im entlegensten Teil unserer Seele. Wenn du Angst vor der Dunkelheit hast, wird es dir schwerfallen, dich ihr hinzugeben. Doch trotzdem solltest du versuchen, dich ihr hinzugeben. Nur so kannst du diese Angst überwinden. Es ist notwendig, in dieser Phase der spirituellen Transformation keinen Druck oder irgendeinen Zwang auszuüben, da jedes Zwingen eine zusätzliche spirituelle Blockade erzeugt. Du solltest alles loslassen, was dich daran hindert, dich frei auszudrücken. Das können Ängste, Spannungen, Frustrationen und Charakterzüge sein, die dich hindern, dir Erfolg zu erlauben und Gedanken, die Kreativität und Freiheitsgefühl behindern. Es ist notwendig, die Ungerechtigkeiten und Verletzungen zu vergeben, die Wunden und Narben zu betrauern, unerwiderte Liebe und zerbrochene Freundschaften zu vergeben. Jedes dieser Ereignisse hat seine Spuren hinterlassen und uns immer weniger frei gemacht. Aber wir brauchen diese Erinnerungen nicht mehr. Stattdessen ist es Zeit, ehrlich zu sich zu sein, sich dem Schmerz zu stellen und zu akzeptieren, dass Erinnerungen an Verletzungen nur ein Hindernis sind, das uns daran hindert, ein glückliches, friedlicheres, einfacheres und spontaneres Leben zu führen. Drittens. Ein neuer spiritueller Zustand. In dieser Phase findet eine tiefe innere spirituelle Transformation statt. Du hast das Gefühl, dass eine große Veränderung stattgefunden hat, aber du verfällst immer noch gelegentlich in alte Negativität. Dies ist nicht ungewöhnlich, da du viel Zeit in dieser Negativität verbracht hast, was der Hauptgrund dafür ist, dass solch tiefgreifende Veränderungen nicht auf einmal passieren können. Wenn du dich von der Negativität reinigen kannst, wirst du dich fühlen, als wärst du eins mit dem Universum. Du wirst von einer ungewöhnlichen Ruhe überwältigt, wie du sie noch nie zuvor gespürt hast. Du wirst zwar noch gelegentlich in die alte Negativität verfallen, aber immer seltener. Wenn du mehr zum Thema spirituelles Erwachen erfahren möchtest, schau dir auch das nächste Video an. Das heißen wird 13 Anzeichen, dass dein spirituelles Erwachen begonnen hat. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nie, du bist geliebt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob euch die Podcasts besser gefallen oder die Videos. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Vielen Dank. Und über einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.